So, hallo zusammen. Noch ist keiner da, macht aber nichts. Man kann es ja auch nachhören. Ah, einer ist da. Herzlich willkommen. Ja, ein bisschen was hat sich getan in letzter Zeit. Ein paar haben es wahrscheinlich nicht gemerkt. Wir haben unsere Facebook-Seite nochmal umgestellt. Das ist jetzt nicht mehr lokaler Händler, sondern lokaler Künstler. Keine Ahnung, was das wirklich ausmacht, außer dass sämtliche Likes, Sternchen, sonst was verschwinden, was bei unserer relativ geringen Reichweite eigentlich scheißegal ist. Hier geht es vor allen Dingen darum, dass man so ein bisschen mehr Übersicht auf der Seite hat. Sonst hat man da irgendwie tausend Sachen wie Mitarbeiter werben, was verkaufen wir gerade, und ich werbe keine Mitarbeiter und ich verkaufe nichts. So ist es vielleicht ein bisschen übersichtlicher, und auf Dauer soll das ja auch so ein bisschen Facebook weiterhin, aber so ein bisschen mehr Richtung YouTube wegen der Videoqualität gehen und nochmal eine eigene Homepage einfach nur so zu Info. Aber da schauen wir dann mal, wenn es soweit ist. Genau, nach längerer Zeit mal wieder Livestream. Ich sitze gerade an einem Video dran. Also mein Gedanke ist so, dass wir mit Schloss und Schlüssel es auf Dauer so ein bisschen so machen, dass wir in regelmäßigen Abständen normale Videos posten. Sprich, ich filme mich irgendwie aus verschiedenen Winkeln bei der Arbeit, schnippel das nachher ein bisschen zusammen, und die etwas langweiligen Stellen werde ich dann mit Zeitraffer zusammenfassen. Inwiefern das gut funktioniert. Ihr seht es auch gerade, ich bin auch wieder halb aus dem Bild raus, weil die Kamera schon wieder an dem Kamin hängt, damit das halbwegs so ist. Naja, inwiefern das so halbwegs funktioniert, muss man mal schauen. Das wird sicherlich nicht mit der Regelmäßigkeit einmal in der Woche passieren. Dafür ist es einfach zu viel Arbeit. Vielleicht, wenn später das Equipment mal ein bisschen was besser ist. Momentan sieht es so aus, ich filme das Ganze relativ unkompliziert mit dem Handy oder mit dem Tablet, was ich einfach an den Ständer hänge. Das wird automatisch über unser ziemlich langsames WLAN auf Google Fotos übertragen. Von da aus gehe ich es dann auf dem Rechner zusammenschneiden. Das dauert alles relativ lange, ist ein bisschen aufwendig. Ich denke, da werden wir auf Dauer eine Lösung mit dem 412, ja, vielleicht fest installierten GoPros hier drin haben, dass auch die Qualität besser ist. Also als Beispiel, das Handy sagt mir, also nicht das, was ihr jetzt hier auf Facebook seht, sondern die Filmaufnahmen, die ich vielleicht, ja, mal gucken, wahrscheinlich zum Ende der Woche online stelle. Da sagt mir Facebook, da sagt mir das Handy, das ist 4K. Ja, formell gesehen, von der Auflösung erfüllt das die Mindestanforderungen für 4K. Also diese 1900 mal 10 irgendwas. Ja, das ist die Mindestanforderung, definitiv. Aber es ist nicht schön. Also ihr seht es natürlich hier auf Facebook, ist es je nach Bandbreite besonders kribbelig vom Bild her. Aber das andere, ja. Ist es okay, man erkennt mehr als so, aber das ist sicherlich noch nicht das Ende der Fahnenstange. Gut, aber fangen wir heute mal an. Wir gucken mal, was wir heute machen. Ein paar verschiedene Sachen wollte ich machen. Als erstes habe ich euch das hier mitgebracht. Das hier werden die Beschläge für eine große Truhe, für den Anders. Das heißt, ein paar Sachen müssen wir machen. Hier vorne diese Überlappung, da fange ich jetzt mal an, das erstmal zu feilen. Und wenn ich damit fertig bin und das umgebogen habe, dann gucken wir mal, ob wir damit weitermachen oder ob es nochmal was anderes wird. Aber gut, das wollen wir mal sehen. So, ich halte es nochmal in die Kamera. Hoffe aber mal hier, das Licht kann ich auch anmachen. Ich habe ja. So. Fokus ist noch ein bisschen zu sehr auf der Werkbank. So, vielleicht passt dann farblich besser. Ich hoffe, dass es dann nicht zu sehr. Naja, schauen wir mal. Ups, so rum. Genau, ihr seht es hier beim Überlapp, da ist so ein kleines Riffelmuster drin. Das geht nur vorm Überlappen hier reinpacken, denn sonst wird es nachher schwierig. So, einmal abmachen oben. Also Mitte dürfte ungefähr hier sein. Und außen ist es nicht ganz die Mitte, sondern also 3/5 ungefähr. Gut. Als erstes wollen wir dann mal hier an die Seite. Thank you.
Arbeit machen wir gleich. Und die andere Seite, dass wir erstmal das Ganze ein bisschen symmetrisch hinkriegen. So. Wie üblich, Fragen und Verbesserungsvorschläge gerne unten in die Kommentare. Ich gucke immer zwischendurch drauf. Ich habe auch wieder mein Tabletchen neben liegen, dass ich es auch ein bisschen besser lesen kann. Anrunden. Ja, passt. Die Spitzen hier habe ich noch nicht ganz, also links und rechts noch nicht ganz, noch nicht ganz fein spitz gemacht, weil die nachher mit dem Rand zusammen noch so ein bisschen angefeilt werden müssen. Jetzt wollen wir es mal umschlagen. Ich gehe mal einmal hier vorne diese Niete, da. Die habe ich schon mal angezogen, die gehe ich mal auf den Armbrust mal einmal richtig festziehen. So, langsam. Kommt nachher beim Umbiegen. So, jetzt muss ich kurz überlegen, wie ich das letzte Mal gemacht habe. Ich glaube, da habe ich es einfach ziemlich primitiv hier reingespannt, schon mal zugepresst und umgewämst. Das mache ich jetzt mal eben einmal. Der hier ist mal besser fest. Zwei Schraubstöcke hier. Der eine ist dieser hier vorne, der mit dem ich hauptsächlich arbeite. Der ist so ein bisschen feiner von der Führung her. Der andere ist hinten so ein bisschen. Da ungefähr. Der ist so ein bisschen grober, eigentlich ist der momentan nur mit zwei Spackschrauben auf der Werkbank festgemacht. Den würde ich jetzt ungern nutzen, um da wirklich Gewalt anzuwenden. So, mal eben hier zwischen ist nicht schlimm mehr. Eben die so. Gut, hier die Kanten, warte mal, ist nicht im Bild drin, aber da. Die sind so ein bisschen flach geschlagen noch. Da geht man eben ein, zwei mit dem Hammer drüber. Das ist nachher blöd, wenn das Ganze fest sitzt. So, warte mal. Und zwar, ich zeige euch das sofort mal. Ja, ist einfach so einfach, das jetzt festzumachen. So, und zwar gehe ich die Kanten so ein bisschen nach hinten biegen. Damit das Ganze, ich sag jetzt mal, leicht so geht. Einfach wenn das hier vorne flach aufliegt, dass es wirklich schön fest ist. Was hier für Niete nur noch macht. Nein, schauen wir gleich. Gut, dann wollen wir es mal versuchen umzubiegen. Ups. Passt. So anbieten. Jetzt nur noch flach machen. Mal schauen. Hier habe ich es damit. Ja. Direkt einmal den Hammer mit der nicht balligen Oberfläche nehmen, damit es von die Kante ein bisschen weniger unscharf wird. Ja. Drauf ist es. Scharfkantig genug ist es, wunderbar. Größe passt auch. Dann als nächstes verlegen. Das sind so Sachen, durchaus Scharniere, die früher feuerverschweißt gewesen wären häufig. Aber wenn man sich diese Vorlage anschaut, ich halte es euch mal hier einmal ins Bild herein. Hoppla. Ja, hier oben, da.
leider nur ein Schwarz-Weiß-Drucker, aber da müsst ihr mit leben. Das ist tatsächlich umgeschlagen, einfach nur festgenietet, was tatsächlich mal eine wirklich nette Abwechslung ist. Außerdem, ich hatte es ja schon mal im vorherigen Video oder in einem anderen gesagt, momentan habe ich überhaupt keinen wirklichen Zugang zu anständigem Feuermaterial außer meinem eigenen Grill. Ah, muss ich auch nochmal hier zu Hause ändern, aber nicht jetzt. Ungefähr da und ungefähr hier. Wasser. Ja, Blechbohren ist jetzt mal eine unschöne Sache. Bohrer das Dank, ne? Okay. Sagen wir so, es gibt schon Gründe, warum ich immer nur die Billigbohrer nutze. Jetzt stelle ich mich auch extra blöde an, aber naja. Ein bisschen mehr Gewalt. Ja, er greift natürlich hier mit einem normalen Bohrfutter an einem runden Bohrer relativ schlecht. Man sieht dann, wie hier jetzt so ein kleines Splitterchen vergeht. So, jetzt aber. So, den schönen Schraubstock hier nicht beschädigen. Löcher sind drin. Einmal kurz ein bisschen entgraten. So, und jetzt seht ihr nach hinten hin die Kanten hier da und da, die stehen noch übrig, deswegen habe ich den Zipfel auch nicht überall bis zum Rand gezogen. Naja, passt, gut. So, ein Nieter durch. Hier nehme ich einen Standard Industrieniet. Der wird nachher eh auf der anderen Seite so flach gehauen, dass man das nicht mehr sieht. Keine Sorge, wir wollten nicht nur dieses Ding machen, aber so ein bisschen gehen wir da mal dran. Warm. Nummer 1. So, auf die runde Rückseite nehme ich jetzt hier überhaupt keine Rücksicht. Das ist ja hier vorne auch komplett flach gedrückt. Das werde ich nachher auch noch flach machen. Das ist im Original auch so ein dicker Flansch einfach nur. So, na, geh durch. Das verniete ich aber eben auf dem Amboss. Der hat dann doch ein bisschen besser Widerstand als der Schraubstock. Machen, dann befeilen und dann den Rest. Ja.
fertig. Ich halte es euch hier mal rein. Da seht ihr es. So, schon mal an 6 Zuschauer. Krass, so viel hatten wir, glaube ich. Silvester. Silvester waren mal 6 Leute kurz gleichzeitig da. Gut, einer davon war meine Frau, das andere Schwiegermutter, aber wir sind ja hier für meinen Spaß, nicht für euer. So, kannst du einmal abziehen. Das wird jetzt hier so ein klein bisschen Kraft machen. Ja, passt. Passt hier. So, so. Einerseits muss es hier nicht 1 Millimeter genau sein und andererseits sieht das hier, wenn es Millimeter genau aussieht, schon fast komisch aus. Also wenn es bei einem kleinen Kästchen auf 1 Millimeter genau ist, dann ist das immer noch schief genug, dass man sagt, ziemlich handgemacht. Das hier ist halt, wenn ich das hier auf 1 Millimeter genau mache, dann sieht das wirklich aus wie gefräst. Wollen wir auch nicht anbieten. So, jetzt mal das ganze Ding so entgraten, dass man sich nicht die Finger aufschnippelt. So, wie man schauen kann, hier ist das Ding auch vernietet, auf der Rückseite sieht man es besser, ja, oder auch nicht, da. Das kann man hier besser sehen. Die müssen wir auch noch so hinkriegen, dass man es nicht mehr so dolle sieht, ist nicht so schlimm. Aber hier sind natürlich die dicken Bearbeitungsspuren vom Schraubstock drauf. Clemens, hast du die dazugehörige Truhe auch da und kannst die ins Bild rücken? Erstens, nein, die habe ich nicht da. Und zweitens, die könnte ich auch wirklich so spontan nicht ins Bild rücken, weil das Drecksteil ungefähr 2,10 Meter lang ist. Die gehört dem lieben Anders Kramer Westergaard. Der macht eine Landsknechtsdarstellung Anfang 16. Jahrhundert. Kommt aus Dänemark. Schweden? Dänemark? Irgendwas mit Dunkelheit, Sonne und Wodka. Naja, egal. Auf jeden Fall
Nee, die habe ich tatsächlich nicht hier. Das kommt zu den wenigen Sachen, die ich so auf Fernmaß machen musste. Weil da ist, dass er die Dinger selber montiert und ein ordentliches handwerkliches Geschick mitbringt, sollte das nicht so das Problem sein. Aber nein, die habe ich tatsächlich nicht hier. Da muss man auch nochmal gucken, wie man das mit der Übergabe macht. Weil das ist ja wieder was, ja, das kann man verstecken, aber wir hatten es ja mit euch auch schon mal diskutiert. Man vertraut da doch der Post. Ja, man vertraut bis zum Zeitpunkt, wo es weg ist. Das sind alles so Sachen, ich habe Spaß, sowas zu machen, genau wie die Sache für euer Kästchen. Aber wenn jetzt das Kästchen mit dem Besteck weg wäre und ich müsste es nochmal machen, ist es, glaube ich, ein bisschen trockenschlägig. Das ist wirklich was, so, da steckt so viel Zeit drin, die ich auch gerne mache, aber die ich ungern ein zweites Mal mache, weil irgendwann langweilt einen, dass wenn ich das jetzt alles nochmal neu machen müsste. Man erarbeitet sich ja jedes Mal so ein bisschen Arbeitstechniken. Mann, heute nochmal Frosch im Hals. Man erarbeitet sich ja jedes Mal Arbeitstechniken, die ja mal neu sind, aber beim nächsten Mal ist es dann doch nicht spannend. Und da suche ich dann einfach, suche ich doch ein bisschen mehr Herausforderungen dann wieder. Das würde mich, glaube ich, auch stören, wenn ich sowas hauptberuflich machen müsste. Weil dann steht man auf dem Punkt, dass man sagen kann, ach nö, auf diesen Auftrag habe ich jetzt Lust, keine Lust. Oder das und das mache ich nicht so gerne oder habe ich schon tausendmal gemacht. Nee, dann sitzt du da vorne und sagst, juhu, hey, das dritte Menükästchen. Hallo Andrea, grüß dich. So, bei der Andrea müsst ihr auch unbedingt mal auf die Homepage gehen. Denn die Andrea Becker, die macht richtig, richtig, richtig tolle Hüte. Filzhüte. Also wenn ihr da eine schöne Quelle sucht, da gibt es ja wenig Leute, die das machen und die es wirklich schön machen, sagen wir es so. Die es auch wirklich können, sagen wir es so. Also jeder, also viele machen es irgendwie, aber da gibt es wirklich nur ein, zwei Leute, die es wirklich machen können. Und da gehört die Andrea definitiv ganz an die Spitze. So. Also bei Andrea Becker aufs Profil, ich weiß jetzt nicht, bevor ich es falsch sage. Andrea, ich weiß auswendig gerade, poste doch mal bitte einmal einen Link zu deiner Facebook-Seite mit den Hüten. Ich will jetzt nicht das Falsche sagen, ob es jetzt Behüterin war. Ich habe es vergessen tatsächlich, wie der genaue Titel war, bevor ich es jetzt falsch sage und zu jemandem anders verlinke. So, was haben wir hier vorne? Den kleinen schmalen Stich, ich zeige es euch hier. Der geht hier so ein bisschen knubbelig vor. Den habe ich so ein bisschen einfach nur zusammengedrückt. Von hinten sieht man es so ein bisschen. Das machen wir auch. Einmal erstmal schmaler machen. Ah, der ist weit genug. Ah, das ist ja unschön. Bis zu der Tiefe müssen wir. Vielleicht rein. Ha! Foto. So, hier vorne, da sind wirklich von hinten kugelförmig rausgeschlagene Dellen drin. Ungefähr hier müssen die hin, also auf der Vorderseite. Da werde ich noch ordentlich dran knapsen, weil das muss ich dafür heiß machen und irgendwie raustreiben, weil das sind 3 mm oder 300 mm. Das mache ich einfach mal so mit Spaß aus der Hand. Das ist dann doch zu dick. Ja.
von der Länge her ungefähr auch. Eben noch kurz die Kanten einmal ordentlich anstellen. Achso, Clemens, was ich noch sagen wollte, euer Minikästchen ist soweit fertig. Da mache ich heute noch schöne Fotos von, wenn das Licht draußen ein bisschen heller ist. Wir befinden uns ja hier in ewiger Dunkelheit. Genau, werde ich also ein paar schöne Fotos von machen und das kommt auch in unserem Video vor. Und ich denke, das werde ich im Laufe der Woche posten. Dann können wir uns mal gemeinsam schon mal Gedanken machen, wie wir es mit Abholen machen. Ja, also in nächster Zeit, ich habe geschaut, werde ich jetzt spätestens jetzt auch mit den Kontaktbeschränkungen nicht so schnell nach Rheinland-Pfalz fahren. Was dann bedeutet, dass wir entweder insgesamt noch ein bisschen warten oder wir es doch irgendwie mal abholen machen müssen. So blöd es auch ist. Na, dann müssen wir uns mal bei Gelegenheit mal einmal zusammensetzen. Kerbe setzen. Dann nehme ich wahrscheinlich einen Schweifer dafür. Werde es aber vorher ein klein bisschen warm machen. Das muss jetzt hier nicht glühen, aber zumindest die Grundspannung will ich hier schon rauskriegen. Das werde ich hier mit dem kleinen Brenner auch so schnell gar nicht zu glühen kriegen. Also wie gesagt, hier muss ich mir dringlichst bei Gelegenheit aus einem Feldessen oder sowas kleine besorgen, wo ich einfach nur so kleine Stücke immer so richtig heiß mitkriege, weil das hier ist natürlich fürs Löten und so ist das hier wunderbar. Aber sonst ist das wirklich Gasverschwendung mit den kleinen Kartuschen. Und jetzt so einen riesen Autogenbrenner möchte ich mir einfach nicht hinstellen. Dafür braucht man es dann auch wieder zu wenig. Vielleicht doch nicht, aber naja, mal schauen. Ich gehe es nur so ein bisschen warm machen, dass es sich leicht anverfärbt. Und man sieht hier die anhaftenden Späne, die glühen natürlich schon, während das Grundblech erstmal nur blau wird, aber das ist nicht schlimm. Ja, Oberflächen blau machen, da müssen wir uns eigentlich nochmal, da muss ich mich nochmal definitiv näher mit beschäftigen. Es gibt ja teilweise wirklich sehr, sehr schöne Barockschlösser mit diesen gebläut, poliert, gemischten Oberflächen, noch ein bisschen vergoldet dabei. Ist keine Darstellungszeit, die ich mache, aber was die Schlösser angeht, sind da schon wirklich sehr, sehr, sehr gediegene Sachen bei. Ja. Nicht unbedingt mein persönlicher ist ja mal mein persönliches optisches Highlight, aber ja, da sind wirklich Sachen drin, da muss ich sagen, Hut ab vor dem, der das gebaut oder gebaut hat. So rum. Hoppla. Beziehungsweise, ha, das wird jetzt so stramm sein, dass du da gar nichts mehr dran machen kannst. Nochmal einmal nacherwärmen. Jetzt haben wir es so und jetzt werde ich gleich die Kanten auf dem Ambossbohrhorn so ein bisschen nach innen schieben. Ich sehe das immer, dass ich doch so ein bisschen aus dem Bild rausgehe. Das Problem ist, eigentlich müsste ich für einen Livestream, wo ich wirklich sage, ich möchte eigentlich konzentriert arbeiten, nur so ein bisschen dabei filmen,
müsste ich ja eigentlich so ein bisschen mit einem größeren Winkel immer alles filmen, aber dann erkennt ihr im Detail auch nichts. Und Splitscreen oder sowas geht hier nicht. Das wäre da so eine Sache für richtiges Profi-Equipment, Twitch oder sowas. Aber ehrlich gesagt habe ich da jetzt so keine Lust drauf, weil dann steht ja wirklich nicht mehr das Arbeiten, sondern das Filmen und Produzieren im Vordergrund. Und nee, also ein bisschen nebenher macht Spaß. Da bin ich auch so ein bisschen altmodisch. Ich gehöre zu diesen ganz fürchterlichen Leuten, also die vielen Grafikdesigner, die werden sich jetzt wahrscheinlich die Haare ausreißen. So. Ich mache Design noch gerne mit Word oder mit Word und OpenOffice. Gehe das dann abfotografieren in Paint und so. Ja, einigen von euch rollen sich jetzt hier die Zehennägel hoch. Zu diesen Leuten gehöre ich. Und ja, das ist irgendwie zutiefst schmutzig, aber hat ja auch was, was nicht richtig Nostalgisches. So, ich hole mal den Amboss hier kurz ansatzweise ins Bild herein. So, na, so kann man sehen. Sieht man es so? Ah, halbwegs. So, übers runde Horn. Man tatsächlich noch mal einmal hier zwischen machen. Ja, passt schon so. Lassen. Genau, der ist nämlich ein bisschen zu breit. Meine runde Pfeile, so. Thank you.
Wahrscheinlich dreimal sagen, das kann man so anbieten und dann doch noch mal mit der Pfeile drüber gehen, aber gut. So. Da ist gut. Hier hat sich noch so ein bisschen zur Seite verdreht. Da muss ich noch mal einmal mit dem Amboss am Horn dran. Etwas schönere kleine Taillierung da drin. So. Neuer Versuch, die Rückseite ein bisschen abzuflachen. Ups. Ja, passt aber. Rest machen wir nachher. Dann würde ich sagen, machen wir hiermit weiter oder machen wir mit was anderem weiter? Na, machen wir hiermit weiter, komm. Schloss können wir nochmal, oder mein großes Schloss, können wir in einer gesonderten Folge mal machen. Jetzt geht es hier nochmal darum, einmal die Rundung der Blütenblätter hier so ein bisschen nachzuziehen. Eingespannt. Ja, ist aber okay. Thank you.
Ja, es nimmt Form an. Langsam, aber es nimmt Form an. So, hier brauche ich meine andere Linie nicht. Das kriege ich auf den Kopf, glaube ich, hin. Schief. Wie gesagt, das ist ja alles ein bisschen ein Augenmaß. Es wird gerade als das Original. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ja, von der Rundung passt es aber. Moin Jan, Backoffice. Guter Mann. Sag mal Jan, guck doch mal eben. Ah ne, Quatsch, das kannst du. Alles gut, nee, kannst du so gar nicht sehen. Alles in Ordnung. Ich weiß, Jan, dein innerer Schlosser, dem rollen sich gerade die Zehennägel hoch und du möchtest, dass ich es tiefer einspanne. Da brauche ich einen größeren Schraubstock. Oh, Basti, auch hier. Grüß dich. Ja, es tut mir leid für euch, dass es jetzt gerade nicht wirklich spannender ist. Ein paar einleitende Worte hatte ich eben gesagt. Aber jetzt erstmal nur runtergefallen. Schon Rundform steht. Jetzt ein paar kleine Kanten und Rundungen noch hier. So, im Vergleich nebeneinander, so schaut's aus. Jetzt
Passt. Tatsächlich, die Linien treffen sich in der Mitte. Haben wir ja auch nicht jedes Mal, ne? So, jetzt einmal. Ne, ich gehe eben erst einmal hier vorne die Kanten, ein bisschen platt setzen. Und dafür nehme ich das Hämmerchen. So, Kanten schon mal so ein bisschen abgerundet, Rest kommt nachher mit der Feile. Hier haben wir wieder das Problem des Einspannens. Machen wir anders. Wir haben hier, warte mal, welche Lochgröße hatte ich denn vorgesehen? Sind das 5 mm? Nee. So, 4 mm anscheinend. Nutze ich sonst auch nie. Hallo Kiki! Demonstrativ den Schraubstock schonen und dann so weiter. Och meine Fresse. Für diese Blechbohrerei bräuchte ich doch mal irgendwann so einen Bohrer, der oben noch sechskantig ist. Naja. Super mal ich das aus. So. Schraube durch. So, jetzt können wir es nicht anständig festhalten dabei. So. Da. Thank you.
dass man die Breite besser geht. Weil sich alles immer verschiebt, aber eigentlich bräuchte ich eine Pfeile mit zwei Händen, aber dafür kann man es hier nicht anständig genug festhalten. Naja, muss einmal so gehen. Gleich werden sollen, so in so langen Abständen macht, aber das war auch wirklich die Pest, das hier auszuschneiden. Ich gehe jetzt erstmal ganz grob nur vorziehen, die Pfeile ein bisschen reinklappen. Aha, ich erinnere mich, ich habe da eine Blechspreite genommen. Ja, ich glaube, so hatte ich es gemacht. Zumindest weiß ich, dass ich das woanders mit auch schon mal so gemacht hatte und gar nicht mal so bescheidene Ergebnisse hatte. Ich frage mich jetzt aber nicht, wann und wo. Ja, genau, hier vorne mit der scharfen Kante oder mit der Vorderkante von der Dreiecksfeile angerissen, dann soll das Ding in der Theorie halbwegs da liegen rumlaufen. Ja, in der Theorie und halbwegs. Thank you.
so nicht tief genug sind oder ein bisschen zu schief sind, kann man nachher noch nachziehen. Ach, mal gucken, ob es so geht. Doch. Naja. Das wusste ich so. Einer ist immer dabei, wenn es nur zu handhaben ist. Naja, so. Ist das die Mitte? Naja, so ungefähr. Leider hier so ein bisschen mit dem Kopf in die Kamera hängen. Tiefer müssen, kann man nachher einziehen. Aber dann haben wir jetzt hier die ganz unschöne Arbeit hier mal erledigt. Rest ist nachher nur ein bisschen Kanten schleifen und so. Das machen wir später. So, ich gucke mal auf die Uhr. 10.19 Uhr. Wo habe ich meine Kaffeetasse? Ich würde sagen, ich bin in ein paar Minuten wieder da. Ich hole mir mal eben ganz schnell einen Kaffee.
bin ich wieder. Ihr kennt das, Kaffeemaschine. Die will ja immer was von einem. Also wenn man sich mal eben schnell einen Kaffee ziehen möchte, möchte sie meistens gerne, ich brauche neue Hose, mein Satzbehälter ist voll, mein Abwasserbehälter ist voll. Übrigens, Wasser könntest du auch mal nachfüllen. Und wenn du doch schon mal hier bist, lieber Bediener, bitte, du könntest mich auch mal reinigen. Aber jetzt mach bitte mal ausnahmsweise nicht die normale Reinigung, sondern das Entkalten und die Herstellerreinigung. Und du könntest auch mal nach den Zahnrädern in der Fördermühle gucken. Ja, habe ich übrigens nicht gemacht. Ich habe einfach nur einen Kaffee gezogen, nachdem ich so weit wie möglich nachgefüllt habe. So, dann schauen wir mal. Ich mache ein bisschen Platz. So. Das mal hier. Ordnung ist das halbe Leben. Darum ins Loch. Und nicht daneben. Das hat angeblich mal ein weiser Mensch gesagt. Also ich war das nicht, aber naja. Eine kontrastreiche Matte hätte drauf. So, na. Geht so halbwegs. Jetzt wollen wir nochmal schauen, was wir weitermachen. Ich glaube, hierauf habe ich jetzt mal wieder Lust. Denn mit dem Milchkästchen, was wir letzter Zeit gemacht haben, habe ich nur noch ein Projekt vor mir. Das eine Projekt ist hier vorne das große Schloss. Da habe ich ja gerade hier die, ich bin gerade an den großen Beschlägen nochmal bei. Das läuft aber schön parallel und da ist nicht mehr viel dran zu machen. Das heißt, ich habe endlich mal wieder so ein bisschen Zeit, was für mich selber auch zusätzlich zu machen. Und das ist mein kleines Schätzchen. Ja, da muss ich auch mal wieder dran. So. Jetzt muss ich mal tatsächlich schauen, wo wir letzte Mal hier aufgehört haben. Das hier weiß ich noch, der rutschte hier immer raus, weil der untere nicht drin saß. War das richtig? Jawohl, war richtig. Okay, dann schauen wir mal. Was wollen wir hier machen? Was mir immer wieder auffällt, der obere hier. Hier fehlt natürlich noch ein bisschen Spannung drauf. Bei den anderen hatten wir, glaube ich, genug. Ich kann es aber gar nicht mehr auswendig sagen. Aber ich glaube, der hier oben, das war der, der noch am meisten Roms gebrauchen konnte. Ja, der rutscht hier vorne nämlich immer aus der Kante raus. Ich denke, da werde ich mich jetzt mal als erstes ein bisschen mit beschäftigen. Ja, wirklich, da ja, habe ich ja eben schon mal gesagt, das ist das Blöde, wenn man so längere Zeit an irgendwas nicht dran macht. Man fängt ja doch bei manchen Sachen nur in gewisser Weise von vorne an. Nicht komplett, aber. Na, komm her. Ah, hier hinten, da war der Splint, den hatte ich ja schon drin. Denk schon, warum geht das nicht? So. Den hier auch mal raus machen. Der ist ja für die Montage so jetzt überhaupt nicht mehr wichtig. Ich denke, den lassen wir erstmal so raus. Och Mann, was hackt er denn hier? Ich meine mich dumpf zu erinnern, dass er das schon mal gemacht hat. Ja, das ist jetzt hier von der Komplexität her doch noch so ein kleines Eckchen höher. Und wir sind hier aber trotzdem, und das möchte ich immer wieder betonen, bei weitem noch nicht am Ende der Fahnenstange dessen, was damals bei Schlössern möglich war. Im 15. und frühen 16. Jahrhundert, da haben wir tatsächlich noch hier diese, ich sage jetzt mal bewusst, weitgehend einfachen Schlösser. Bewusst sage ich das weitgehend. Aber
Auch da ist natürlich schon so ein bisschen mehr dahinter. So, dann schauen wir mal. Wir haben auch mit, muss ich eure Feder ja auch rausmachen? Nee, ne? Mal kriege ich den hier so raus. Ach, es ist doch zum Mäusemelken. Ich muss das ganze Teil auseinandernehmen. Ein Stückchen Kaffee erstmal. Habe, kann ich mit dem hier auch nicht rum. Ach genau, es nützt nichts. Gut, aber bei der Gelegenheit, vielleicht reicht das auch schon so. Ihr seht es, warte mal. Ach, komm mal näher. Das hier vorne ist die Kurzhebelumlenkung für die obere Falle. Und ihr seht, die ist, ups, hier so einmal dahinter, die ist hier vorne am Ende relativ flach. Und die muss, bei der Falle hier, Licht hier, da, ihr seht, die ist zweifach gestuft, einmal hier. Und einmal hier und in diese kleine Ecke, da muss das eingreifen. Wahrscheinlich ist es einfach noch nicht spitzwinklig genug. Das kriegen wir aber schnell geändert. Dann wollen wir mal eben einmal einen kleinen Fallstrich dran setzen. Reicht das schon? Das sind jetzt hier keine großen bahnbrechenden Änderungen, die ich hier baue, aber er wird jetzt so rum oder so rum. Ich sitze hier wirklich gerade an Problemen dran, die ich eigentlich schon längst alle mal durchgedacht hatte. Da muss man auch noch mal was überlegen, das geht so. Auf Dauer nicht. So, das Loch hier, da, hier der Ring. So, da rein, da rein, wieder spannen. Untere ist ganz gut, aber so. Er greift schon mal deutlich besser rein. Ob das jetzt so gut ist, so bleibt, mal schauen. Ich muss auch sagen, ich finde die Feder noch ein bisschen lasch. Ich denke, die werde ich noch mal ganz klein bisschen nachspannen müssen. Okay, da ist gerade keine Feder dran, aber warte mal. Springt immer noch raus, aber weil der hier oben locker ist, Gott. Korrigiere, nicht weil er da oben locker ist, sondern weil er scheiße ist. Aber warum springt er da raus? Okay. Das heißt, das ganze Ding an sich. Bräuchte eine leichte Aufwärtsbiegung. Gut, das kriegen wir hin.
So, ein klein bisschen Feintuning. Ah, okay. Da passt schon der Winkel nicht ganz hundertprozentig. Aber wenn wir den jetzt hier festmachen. Breche zwischen, um es nicht allzu stimm zu vermackeln. Ein ganz kleiner Mühe. Das sieht man nachher auf der Oberseite wahrscheinlich überhaupt nicht. Und unten nur wenig. Nein. Solange der untere dran ist, tut es. Ich halte es einfach mal hier näher dran, vielleicht sieht man es dann besser. Hier mal weg. Ja. Wahrscheinlich wird er nochmal ausspringen können, was aber in dem Fall nicht so schlimm ist. Ja, aber hält schon mal deutlich besser. Gut. Und irgendwie gleitet er auch besser. Vielleicht reicht das doch mit der Federspannung, der hat einfach nur vorher irgendwo geschliffen. Kannst ja nicht sagen. So, gut. Alle Klarheiten beseitigt. Dann wollen wir mal schauen. Schloss haben wir dran. Schlüssel haben wir soweit gemacht. Den legen wir mal vorsichtig beiseite. Den muss ich mal einmal verbinden. Wo machen wir weiter? Es ist ein schöner Tag, ein bisschen Zeit haben wir noch, also könnten wir tatsächlich irgendwas anfangen, was Freude macht. Schauen wir doch mal in die Zeichnung. Wo ist er? Hier haben wir einmal meine Risszeichnung. Und das Wichtigste, die Originalaufnahme. So. Ich denke, nächster Teil qua Komplexität. Ja. Ich denke, wir fangen an mal mit diesem T-förmigen Stück. Das ist die Halterung, die die Riegel nachher hinten hält und eingreift mit so einem kleinen Dings vorne und hat so einen süßen Drachenkopf dran. Ich denke, damit fange ich mal an und mal schauen, wie weit wir kommen. Ja, da habe ich jetzt Bock drauf. Boah, ist das rostig. Was soll man machen? Ja, Luftfeuchtigkeit. Es ist halt keine Profi-Werkstatt. Es ist halt so ein Nebengebäude. Hier ist auch so ein bisschen temperaturmäßig nicht so schön. Das heißt, die guten Sachen wie Werkzeuge und so lagere ich doch, wenn ich sie nicht gerade dauernd brauche, lieber irgendwo, wo sie sicher sind. So, was hat er jetzt? So. Jetzt. Ein bisschen rausspringen tut er noch. Werden wir auf Dauer. Ja, muss man mal schauen, wie das ist, wenn das Ganze wirklich fest ist. Naja, aber es tut so. Gut, wir haben. Warte mal. Wir müssen von der Höhe her hier drüber sein. Also über den Angriffspunkten hier vorne. Das heißt. Oh, 1,8, gut. Und Gesamtlänge, dafür stecken wir jetzt mal einmal hier das Schloss hier rein. Muss man nicht festschrauben, muss man einmal schauen von der Position her.
Je nach dem Ende bis da sind wir bei auf jeden Fall. Okay. So, Breite hier sind, wenn ich mal nach Zeichnung gehe, von da nach da ungefähr 10 Komma. Spitze da, Spitze da. Das kommt sogar hin. Ich mache die Stange erstmal ein bisschen länger. Weil abschneiden kann man sie immer noch. Was machen wir jetzt? Ich werde diese Stange hier vorbereiten von der Länge und dann wird das Stückchen hier dran gesetzt. Guck ich mal, ich möchte es vorbereiten. Nur einmal schauen, was wir hier für einen Rundstab haben. Der ist definitiv zu dünn. Tja, so wie es aussieht, habe ich tatsächlich gar kein passend dickes Stück Metall dafür. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöde. All die, weil die Baumärkte bekannterweise aus Gründen momentan zu haben. Das heißt, dann schaue ich erstmal nach dem Vorderteil, ob wir da nicht was Passendes haben. Sonst muss ich tatsächlich nochmal Schluss machen. Das passt jetzt aber wie A auf E. Gut. Wir können zwar das Rundstück nicht fertig machen, aber vielleicht noch ein bisschen interessanter. Hier schauen wir einmal. Ja, hier nachher der Vorderteil, wo der kleine Drachenkopf dran ist. Der wird von hier bis hier. Das ja, passt genau. Ich hole mal einmal das Buch rein und dann zeige ich euch mal, wie es ausschauen soll. So, mein Lieblingsbuch, nicht unbedingt das Lieblingsbuch, aber mein erstes, und das hat eine gewisse Nostalgik für mich. So, wo ist der Klopper? Da, da ist er. So. Um den hier geht's und dieses Drachenköpfchen hier vorne. Das muss hier vorne rausschauen. So. Diese Stange hier entspricht dieser T-Stange hier. Vorne flach, hinten rund. Das soll uns jetzt erstmal nicht interessieren. Wir gucken jetzt erstmal nur vorne nach dem Drachenköpfchen. Und da schauen wir mal, wie groß es nachher ungefähr sein wird. So, wo ist das Messgerät? Da ist es. Vorderseite hier steht ein Stückchen rüber. Das heißt, wir werden eine Länge von maximal 2,5 cm haben.
abgeschnitten. So. Ja, als allererstes, immer wenn ich irgendwo anfange, oder nehme ich mir zumindest vor, einen sauberen Startpunkt setzen. Bis zu dieser Stelle wollen wir. Der Drache sieht von der Seite. Wir hatten das Thema ja schon mal bei was anderem so ein bisschen aus wie ein leicht unförmiges Nilpferd, sag ich mal. So, den mal nach hier. Kann man so grob sehen, ne? Ich gehe noch mal ein bisschen was runter. Also Mundwinkel bis quasi in den Nacken, unten runtergeklappt, insgesamt so eine kleine Kelchform da rausgezogen. So. Wenn wir das Ding jetzt bis hier haben, Rundung hier. Hinten. Das wird ja noch ein interessantes Ding. Herr Witzke, da. Ungefähr bis zur Hälfte geht der Mundwinkel. Das heißt, hier einen Spalt rein. Und oben ich sag mal bis hier einen Spalt rein. Dann alles in die Ecken zurechtbiegen. Ja. Gut, dann wollen wir mal schauen. Ziehen wir als erstes mal nur mit der Säge ein, zwei Spalten da rein. Das wird jetzt mal ein Experiment. Vielleicht wird es was, vielleicht nicht. Ja, Tiefe müsste hinkommen. Erstmal Rest machen wir nachher. Jetzt müssen gespalten werden. Runter so, runter so. Okay. Oberkante. So rein. Kommen die Öhrchen hin. Thank you.
schon reicht. Huh. Ja, sieht man, sagt schon richtig wie ein Drache aus. Da rund, da rund. Ja, gut. Dann wollen wir uns jetzt erstmal den Mundwinkel. Was geht eigentlich, ne? Vielleicht ein kleines Stückchen. So. Ich gucke jetzt einfach mal, ob das was wird. Gegebenenfalls muss ich noch mal von vorne anfangen. Hier muss ich dann tatsächlich ein bisschen mehr noch biegen, dass ich hier doch noch zumindest ein bisschen was warm mache. Ist natürlich hier bei dem dicken Metall so ein bisschen eine Sache, das kann auch relativ schnell reißen. Was mache ich jetzt hier? Ich gehe jetzt hier schauen, dass ich so die Seiten von dem oberen Dingens hier, was nachher die Ohren werden, die will ich so ein bisschen hochbiegen, ohne das Teil insgesamt zu sehr zu belasten. Details kommt später und ein Mundwinkel. Okay, das kann so bleiben. Gut. Dann haben wir das. Das können wir jetzt auskühlen lassen. Und ich denke, kurz vor 11, ein bisschen Haushalt muss ich noch machen. Ich denke, ich werde jetzt gleich mal Schluss machen. Eh keine Zeit, weil wirklich viele Leute online sind. Ich bin auch nur deswegen online, weil ich heute Nachtdienst habe und morgen schon mal ein bisschen Steuer gemacht und dann gut, lassen wir auskühlen. Den legen wir uns mal beiseite. Ich glaube, das war's für heute. Es ist nicht, dass ich keine Lust mehr habe, aber das können wir vielleicht zu einer anderen Zeit machen, wo ein paar mehr Leute auch zugucken, dann habt ihr auch wieder was davon. Das muss man erst immer nachgucken, das ist auch doof.
ich jetzt noch ein bisschen aus dem Haus machen. Das neue Video, wie gesagt, das Video vom Kästchen möchte ich nochmal ein bisschen was fertig machen. genau, das Video vom Kästchen möchte ich noch ein bisschen weiter fertig machen. Da habe ich jetzt die Abschlussbilder geschossen, die stelle ich heute auch irgendwann nochmal online. Und ja, ich denke, damit soll es für heute erstmal gewesen sein, weil es auch ein etwas längerer Livestream. Ich denke, das reicht. Gut, wir sehen uns nächstes Mal. Mal schauen, wann das ist. Vielleicht morgen, ich muss mal schauen. Oder nächste Woche. Ich weiß jetzt auswendig auch nicht, weil ich Dienst habe. Naja, man sieht sich, Leute. Ich beende das mal. Tschüss.